Auch als altangestammtes und über die Landesgrenzen des Muldentals hinaus bekanntes St. Augustin legt man die Hände nicht in den Schoß. Alljährlich, so auch im März dieses Jahres, hatten zukünftige Fünftklässler mit ihren Eltern Gelegenheit, sich selbst ein Bild von ihrer eventuellen neuen Schule zu machen. In diesem Jahr war das St. Augustin mit neuem Konzept am Start. Vorgestellt wurden nur die Räumlichkeiten des Säumehauses. Das macht auch Sinn, denn schließlich sind die fünften Klassen zunächst im Säumehaus und im anschließenden neuen Naumannflügel untergebracht. Ein Schulgebäudewechsel vollzieht sich erst zur 8. Klasse bis zum Erreichen des Abiturs in der 12. Klasse ins Stammhaus samt zugehörigem alten Seminar. So blieb natürlich auch mehr Zeit, sich in den Räumlichkeiten umzuschauen oder gar selbst ein kleines Experiment im Chemiekabinett zu wagen. Breit gefächert und mit zwei Klassen gut besucht ist zum Beispiel auch der Religionsunterricht. Erfährt man doch nicht nur etwas zum Christentum, auch andere Religionen wie das Judentum, der Islam oder Buddhismus sind Gegenstand des Unterrichtes. In der Aula gab es dann durch den Schulleiter Dr. Wolf-Dieter Göke Informationen zur Geschichte des Hauses, den heutigen vier Häusern, aber vor allem Informationen zu den Lernkonzepten. Ein umfangreiches Kursangebot wird geboten. Als erste Fremdsprache wird Englisch als Vertiefungssprache in der sogenannten Paragraph 4 Klasse angeboten. Hinzu kommen Französisch, Russisch und Latein. Geografie und Biologie werden ab der 7. bzw. 9. Klasse in Englisch unterrichtet. Zudem kann man Sprachzertifikate erlangen und Leistungskurse in Physik und Chemie belegen. Mit diesem breiten Angebot an Bildungswegen, die das St. Augustin bietet, ist die Schule in Grimmer und Umgebung inklusive privater Gymnasien gut aufgestellt. Die Eltern in und um Grimmer haben eigentlich die tolle Chance, aus vielen, vielen Angeboten auszuwählen. Es ist also eigentlich für einen Schüler hier in unserer Gegend alles drin. Wir haben also die verschiedensten Angebote. Natürlich haben die meisten Schulen immer bestimmten Grundstock gleich. Aber so Spezialitäten, wie wir beispielsweise mit der Begabtenförderung oder Musikschulen Sportförderklassen, ist eigentlich in jeder Schule ein bisschen anders. Und deswegen ist es ganz günstig, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und dass die Eltern wirklich die Chance haben, das Beste für ihr Kind zu wählen und die beste Schule. In vier Häuser unterteilt sich der Schulalltag des St. Augustins. Das ermöglicht eine bessere Planung der Klassenstufen nach Jahrgang und den damit verbundenen Anforderungen im Lehrplan. Weil die 5. bis 7. Klassen ja hier sind und wir platzten aus allen Nähten. Wir haben also jetzt mit dem Naumannflügel noch eine tolle Chance, mit interaktiven Tafeln und mit neu gestalteten Klassenzimmern die Rahmensituation ein bisschen zu entspannen. Und dann unten im St. Augustin mit dem alten Seminar ist dann die Möglichkeit, über Fachräume, über die Kunst- und Musikstrecke dort besondere Bedingungen zu leisten. Erstmalig ist eine Anmeldung auch ohne Bildungsempfehlung möglich. Das macht eine Planung der Klassen schwierig. Carsten Schrempel sieht die Schule aber gut gewappnet. Das heißt also, so richtig wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Wir könnten also bis 5 Klassen aufnehmen. 4 Klassen wäre auch kein Problem. Aber ab 5 Klassen wird es dann schwierig. Aber ich denke mal, wie gesagt, Sie haben es angesprochen, durch die Schullandschaft verteilt sich das ein bisschen. Also ich denke mal, mit 4, 5 Klassen sind wir gut besetzt. Seit November letzten Jahres ist die Schule offiziell ein Kompetenzzentrum für Begabungs- und Begabtenförderung und kann Unterstützung für Lehrer, Eltern und Schüler leisten. Die ersten Nachfragen im neuen Jahrgang gibt es bereits. Es sind sehr, sehr viele Eltern auf uns zugekommen, die also zumindest erst noch mal eine Vorstellung haben wollten, was denn alles machbar und was denn möglich ist. Und wir haben eben auch schon verschiedene Beratungen durchgeführt. Beratungen also mit einer Komplettfamilie, das heißt Vater, Mutter und das Kind dazu, um das es geht. Und da waren also Familien bei uns von der Grundschule da, die jetzt praktisch für das nächste Schuljahr auch schon mal Richtung Gymnasium geguckt haben, aber auch die längerfristig eine Begleitung gerade in dieser Hinsicht wollen. Und hier sind also schon erste Vereinbarungen auch geschlossen worden, wie es weitergehen soll, was mit dem Kind passieren soll, wie das Kind das sieht, sodass also wirklich hier schon vielfältige Aktivitäten gestartet sind. Bleibt zu hoffen, dass alle Fragen beantwortet werden konnten und bereits zum Tag der offenen Tür viele Anmeldungen im Sekretariat abgegeben wurden.